Jonas Benz stellt hier die Frage, gibt es einen Supersportwagen noch Leistungsreserven? Ja, das Thema hatten wir ja, wo du sagtest, dass die Fahrzeuge schon generell mit weniger PS rausgegeben werden, softwaremäßig gedrosselt werden, ne? Ja, ich kann dazu zwei Beispiele nennen. Okay. Ja, ist auf jeden Fall, wie ich schon gerade gesagt habe, bei jedem Fahrzeug gibt es Potenzial für mehr Leistung. Okay. Ein Beispiel hast du so einen Knaller, wo du sagst, warte. Ein Beispiel ist ein Ferrari F50, glaube ich, genau, mit 510 PS Serienleistung. Mhm. Der ist so hoch gezüchtet, dass man nur 15 PS rausholt bei dem Fahrzeug. Es gibt aber ein Nissan GT-R 35 mit 570 PS Serienleistung. Die Fahrzeuge fahren über 1000 PS, sogar über 2000 PS fahren die mit Motoren. Von daher, ja. Mit dem eingebauten Turbo schon? Nein. Also da muss man schon ein bisschen... Genau, ist klar. Die Hardware-Sache... Aber die Motorblock, sag ich mal, ist dafür da. Genau, ist Potenzial ist vorhanden. Wunderbar. Das ist natürlich eine heftige Geschichte, Freunde. Was haben wir hier? Fahrzeug, Ladedruck, bla blub. Erhöht ja auch den Ladedruck eigentlich, ja, ne? Klar. Der wird mit erhöht, ne? Ja, vielleicht gibt es ja noch nur Anspritzmengen. Aber klar, man muss auch den Ladedruck erhöhen. So, was haben wir hier? Wir hatten ja gerade gesehen, in dem Moment begrenzter Ladedruck. Ja, logisch, so ja. Ich bin schon hier in Fragen eingeflossen. Tobias Kolodz, den Namen kannst du ein bisschen besser aussprechen. Kolodz, okay. AGR dicht machen oder lieber nicht? Da würde ich persönlich sagen, wenn es legal wäre, ja. Je nachdem, also macht er... Also AGR-Taktung ausstellen sozusagen. Erstmal... Meine Meinung dazu, ja. AGR-Ventil ist überflüssig. Ja. Dankeschön. Das finden viele Zuschauer von mir auch. Weil dieses Wiederverbrennen erzeugt mehr Ruß, aber naja, ob hinten weniger rauskommt, ist so eine Sache, ne? Also wir machen das auf jeden Fall fast täglich. AGR deaktivieren. Fast ja? Täglich, ja. Aber auf Kundenwunsch. Wenn er das möchte, klar, kriegt er das. Natürlich, klar. Ob es legal ist oder nicht, das muss dein Problem ja nicht sein, ne? Würde ich sagen. So, hier haben wir noch eine Seite. Warte mal. Der liebe Rainer stellt hier eine Frage. Mein Fahrzeug, aber nicht eine Frage, sondern eher eine Aussage. Meine Fahrzeuge, alles Diesel, sind optimiert. Die klassischen 40 PS und 80 Newtonmeter funktionieren wunderbar und ist auch bei Motoren mit 200.000 Kilometern kein Problem, wenn man mit Hirn unterwegs ist. Und das, finde ich, ist eine Aussage. Alexei, für dich nochmal die Frage. Wenn ich ein Fahrzeug tune, sollte ich vielleicht den Ölwechselintervall erhöhen oder irgendwie... Kann ich was tun, um dem Tuning noch oder meinem Motor mehr davon zu haben, indem ich irgendwie mehr wechsle? Nein. Ist nicht notwendig. Also ganz normal? Ganz normal. Das Fahrzeug ganz normal weiter behandeln wie ohne Chip-Tuning. Okay. Und wenn ich übertreibe mit dem im warmen Zustand, im kalten Zustand drücken und so, das ist ja eine Sache, da geht auch der Motor ohne Chip-Tuning kaputt. Genau. Okay. Rainer, nochmal liebe Grüße an dich, an Österreich. Ist ein Österreicher zu. Der schickt mir demnächst mal ein Bier. Ich glaube, dann komme ich hier und dann trinken wir mal Österreich. Schmeckt wirklich schweinegeil, das Zeug. Alles klar. Mehmet Zengül. Welche Daten werden genau geändert? Das hatten wir ja in dem Video vorhin. Er hat zwei Fragen gestellt. Ist es möglich, nach dem Software-Update VW-Audi-Abgasskandal das Fahrzeug zur Optimierung ohne die aktuelle Software-Nummern zu ändern? Okay, dazu muss ich was sagen. Jetzt kommen wir zu dem Skandalgeschichte. Erstmal kurz erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ja. Das heißt, wenn das Fahrzeug optimiert war und Sie fahren zu dem VW nach dem Update, ist erstens die Software-Nummer geändert oder die Update-Nummer ist geändert. Okay, ja, die machen ja so eine Werkseinstellung und spielen dann deren Software auf. Ne? Ja, die überspielen das einfach. Die das heißt, Tuning ist auf jeden Fall weg. Ja. Alter Software-Stand ist weg. Okay. Was wir dann machen, also bei uns waren auch wirklich sehr viele Kunden davon betroffen, ja, wo wir dann die Fahrzeuge zweimal optimiert haben. Okay. Und Es funktioniert folgendermaßen. Man liest die Software aus, wie ich schon gerade gesagt habe, POBD oder am Tisch. Ja. Und die Kennfelder, was wir jetzt im Video gesehen haben, zwischen 30 und 50 Kennfelder werden bearbeitet. Mhm. Und die Software, also der Datenstand, wird wieder in das Motorsteuergerät installiert. Das heißt, die Softwarenummer, Hardwarenummer, Softwarenummer, Update-Nummer bleibt alles erhalten oder bleibt immer der gleiche. Ich möchte noch was dazu sagen. Wenn man falscher Softwarestand in das Motorsteuergerät installiert, kann das passieren, dass das Motorsteuergerät kaputt geht. Oh. Also das Fahrzeug springt nicht mehr an, das ist auf jeden Fall sicher. Mhm. Und es könnte wie gesagt passieren, dass das Motorsteuergerät kaputt geht. Oder man muss auf jeden Fall mit viel Zeit und Aufwand das wieder anlernen und wieder in ja. Also im Grunde genommen kann man ja sagen, dass du
die vorhandenen Parameter, die schon von Werk aus drin sind im Steuergerät, dass du die veränderst. Genau. Also du spielst keine dritte Software aus. Nein, um Gottes Willen. Nein, nein. Also okay, da müssen wir noch mal ein bisschen tiefer. Eingreifen. Man kennt das ja durch Chiptuning. Ja. Chiptuning basiert auf dem originalen Datenstand. Okay. Das heißt, so ein Datenstand hat ca. 30.000 Kennfeldern. Boah. 30.000, Freunde, das müsst ihr euch mal reinziehen. Wir ändern, je nachdem, was für ein Fahrzeug, Diesel, Benziner, zwischen 20, 30 und 50, 60 Kennfelder. Okay. Das heißt, wenn man so im prozentual umrechnet, nicht mal 1% wird geändert. Sind die anderen Sachen so elektrische Sachen auch? Viele Sachen sind, Fahrwerk, ja, sind viele, sind also die Kennfelder von allem sozusagen. Ja, sind okay. Viele Sachen im Motorsteuergerät hinterlegt. Ja, das heißt, wir ändern nur die Parameter, die für die Mehrleistung zuständig sind. Okay. Das heißt, das Motorsteuergerät, wenn man geänderte Datenstand wieder installiert, erkennt das Motorsteuergerät als Original. Das heißt, da gibt es keine Probleme mehr. Genau, also, das Steuergerät nicht abstoßen. Genau. Motorschutzfunktion bleibt erhalten. Alle Diagnosefunktionen bleiben alle erhalten. Also von daher, wie gesagt, es wäre nochmal kurz zu der Frage mit der Softwarenummer. Wenn man falsche Softwarenummer installiert, kann das Steuergerät kaputt gehen. Das ist ja noch nicht schlecht, aber klingt auch für mich LRT. Weil wir haben ja bei den modernen Fahrzeugen mehrere Steuergeräte und wenn die einen mit dem anderen nicht mehr kommunizieren können, dann ist es aus, finito. Genau. Und die Kommunikation findet wahrscheinlich, also bei PCs ist es über die MAC-Adresse zum Beispiel, die ist einmalig und die anderen Komponenten müssen sich daran orientieren und wenn beim Auto das genauso ist, dann ist es auch logisch, dass er dann nicht mehr möchte. So, was haben wir noch? Vielen Dank an die Frage nochmal. Suat, ich gehöre zu den, meisten Mechanikern, dass der BMW Motor N47 nicht gechippt werden sollte wegen seiner anfälligen Steuerkettenproblematik. Vielleicht könnt ihr etwas dazu sagen, okay? Hast du damit Erfahrung mit dem N47-Motor und Steuerkettenproblemen im Anschluss? Ja, ist auf jeden Fall, wie der Kollege schon gesagt hat, ist auf jeden Fall bekannt, aber die Fahrzeuge haben schon ein paar davon optimiert und bis jetzt... Also von deiner Erfahrung her? Ist alles okay. Piano, genau, okay. Ist alles Piano, ja. Also vielleicht mehr Gerücht als Wahrheit. Dann haben wir noch den Stefan. Moin, Mr. Duit. Was kann man günstig leistungstechnisch am Golf 2 1,6 Liter Benziner machen? Günstiges Tuning sozusagen. Was würdest du da ganz salopp mal kurz gefasst sagen? Vernünftigen Spieltanken. 102 Oktan. Das ging ja fix. Ja, softwaremäßig brauchen wir den Golf 2, da ist ja nichts, ne? Nein. Da ist noch Mechanik gefragt, Freunde. Da wird noch mechanisch verändert hier. Fragen zum Thema Motorentuning. Was? Also hier von Avinci Pan. Was ist Chiptuning? Das hatten wir ja hardware-spezifisch, software-spezifisch. Also Hardware sagtest du ja, da ist die Anfrage gering. Nein, nicht unbedingt. Also wenn jetzt einer hinkommt, ich habe einen Turbo neu gekauft, bitte bau mir das ein, optimier das. Machst du das? Ja, das machen wir auch, genau. Okay, ihr verändert dann auch die Hardware? Genau. Okay, cool. Macht ihr denn auch optisches Tuning? Wenn ich zu dir komme, hier polieren, Kieferlegen? Ja, also sagen wir erstmal so, wir sind in erster Linie sind wir Programmierer, Chiptuner. Okay. Und, also das ist das Hauptgeschäft. Genau, das ist auch Geschäft und nebenbei... Sagen wir so, wir machen das mehr so hobbymäßig. Ja, also das heißt Folierung, tieferlegen und so weiter, machen wir mehr so. Aber wenn ich als Kunde komme und sage, boah, das hat mit dem Chiptuning super geklappt, macht noch bitte das Auto tiefer klar, und so. Klar, machen alles wir. Also du willst keinen Kunden wegschicken. Um Gottes Willen. Das ist schon mal gut. Nein. So, dann haben wir The Wave. Geht's weiter, Livestream war Hammer. So, zu den Fragen. Einen Moment. Eco-Chiptuning und die Nockenwellen feiner auswuchten. Macht ihr das überhaupt? Nockenwellenausbau und Ausdruckten? Andere? Nein. Okay. Dann zum Beispiel Kolben. Ja, macht er nicht. An der Stelle muss ich dann sagen. Oh, wir sind schon fast am Ende. Hi miteinander. Hier haben wir eine Frage von Sebastian Mund. Zwei Fragen noch, Alexei. Wir haben es fast geschafft. Ich hätte da eine Frage und zwar einen aufgeladenen Benziner mit über zum Beispiel 200.000 Kilometer noch chippen, wenn die restlichen Sachen wie Ölverbrauch etc. noch stimmen. Also die Basis hier an der Stelle noch gut ist. Sagst du, hast du eigentlich eine Grenze, wo du sagst 200.000, 300.000, da würde ich sowieso nicht dran gehen? Nein, also die Kilometerleistung... Was war denn das Auto, wo du am meisten Kilometer drauf hattest und immer noch getunt hast?
Über 200.000. Über 200.000. Über 200.000. Also einen mit 300.000 hattest du noch nicht? Nein, hatten wir nicht. Aber da ist ja die Frage wirtschaftlich, ne? Wenn ich das jetzt mache, ich fahre sowieso den Wagen vielleicht noch 2 Jahre, ja, lohnt sich das immer? Also ich würde mich auf jeden Fall fragen, nach 200.000 Kilometern, lohnt sich das für mich? Ja. Lohnt sich das für mich, so viel Geld auszugeben? Also wie lange? Für mich lohnt sich das, weil ich mein Auto liebe und pflege. Das aber machen, bei anderen das, weiß ich nicht. Das machen wir doch die Tage, oder? Oh nein, du hast zu viel verraten. Auf jeden Fall, wenn also die Basis stimmt, aufgeladen, was kann man da rausholen? Was meinst du? Turbo, Benziner? Geht da geht mehr als Sauger, ne? Warte mal, jetzt nochmal die Frage. Also allgemeine Frage, und zwar einen aufgeladenen Benziner mit über 200.000. Also was kann man so rausholen? Ja, ja, allgemein. Kann man. Also beim aufgeladenen Motor sowieso generell mehr, weil du damit ladet und ja, das kannst. Auf jeden Fall, klar. Das beim Sauger? Fall. Was kann man eigentlich bei einem Sauger maximal rausholen? Was würdest du sagen? Rein Sauger, das ist ja schwer zu. Wir hatten ja am Anfang ein Beispiel gehabt mit dem E90, mit dem 325i. Ach stimmt, ja. Genau, mit 3-Liter-Maschine. Aber generell. Wir sind schon so lange dabei, ich habe schon die Fragen vor Anfang vergessen. Nimm es mir nicht übel. Kein Problem. Dann müssen die Zuschauer nochmal zurückspulen oder sich das von vorne ansehen. Dann haben wir die vorletzte Frage. Massimo Sisi, übrigens ein ganz treuer Abonnent von mir, der antwortet zu jedem Video und bedankt sich jedes Mal. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei dir auch nochmal. Super Video. Was kann man zu generell aus Motoren rausholen? Okay, das war jetzt, ich glaube, in all den Fragen haben wir das schon beantwortet. Ja. Gut, und dann haben wir noch die Frage, die allerletzte Frage, die habe ich mir aufgehoben und ganz fett aufgeschrieben, Freunde. Und zwar Bastel T hat geschrieben, Mr. Dürit, wie wäre es, wenn du dein Diesel chippen lässt? Und da hast du ja, vielleicht möchtest du das den Leuten, du hast mir ja ein unmoralisches Angebot gemacht. Ja. Und zwar hast du mir angeboten. Genau, genau. Ich möchte einfach mal dein Fahrzeug optimieren. Optimiert? Du wirst immer von Anfang bis Ende dabei sein. Wir machen zusammen Leistungsmessung, wir werden die Software auslesen. Ja. Wir werden die Software, ich werde mir zeigen, wie die Software, wie man die Kennfelder so bearbeitet. Genau. Nicht alles. Ja, also das ist doch mal ein Geheimnis, aber ich werde ein paar Sachen zeigen. Genau. So, das, was du, wo du sagst. Genau, genau. Da machen wir anschließend eine Ausgangsmessung. Und ja. Also das ist schon mal für euch vielleicht als Vorfreude. Wir werden auf jeden Fall meinen Passat. Ja, optimieren sozusagen und werden hier an dieser Stelle an der Software ein bisschen rumschrauben und das alles auch erfassen. Und da darf ich natürlich mit Hilfe von Alexei oder mit Erlaubnis von ihm, darf ich das alles mitfilmen. Und ich hoffe, die Resonanz wird gut sein und ihr werdet euch auf dieses, ja, das ist für mich auch alles Neuland. Wie gesagt, ich habe tuningmäßig noch nie irgendwie was gehabt, außer mal einen offenen Luftfilter oder so getauscht. Aber das war es auch schon. Ja, und dann haben wir vielleicht noch etwas, Alexei, darf ich mit Stolz an euch übermitteln, Freunde. Alexi hat mir ein richtig geiles Angebot gemacht und zwar habe ich ja gesagt, dass ich bald ein Gewinnspiel starten werde und zwar in, ja, ich sage jetzt mal 250 Abonnenten haben wir noch. Bei 4.500 Abonnenten hast du angeboten, dass du auch was den Zuschauern zurückgeben möchtest für die ganze Resonanz und ja, vielleicht möchtest du das hier verbreiten. Ja, wir werden auf jeden Fall Chiptuning in Wert von 500 Euro verlosen. Ja, sag mal, was die Kunden da alles auf jeden Fall, müssen. Also die Richtlinien, wir werden das auch, wenn es soweit ist natürlich, ich bedanke mich natürlich, dass du hier diese Möglichkeit für meine Zuschauer, also ich freue mich immer, wenn ich was euch zurückgeben kann und Alexi hat sich hier angeboten und wie gesagt, ein Chiptuning im Wert von 500 Euro werde ich hier mit verlosen unter all den ganzen Sachen, ich muss sowieso alles mal gucken, wie ich das regle, aber das ist natürlich ein richtiges geiles Ding, Freunde. Die Bedingungen werden einfach nur sein, dass ihr dann natürlich reinschreibt, weil du kannst ja nicht jedes Fahrzeug jetzt, sag ich genau, mal, viele, genau, aber nicht jedes, dass ihr dann einfach, dann, wenn es soweit ist, euer Modell reinschreibt, wie viel PS, welches Baujahr, whatever. Genau. Und du dir dann natürlich, wenn die Verlosung stattfindet, das Fahrzeug ansiehst, beziehungsweise das Modell anschaust und sagst, hey, yo, können wir machen, kein Problem. Genau, so okay, machen wir das. Super, Zeitraum und was auch immer legen wir dann schon fest, das kriegen wir alles hin. Ja, Alexei, ich bedanke mich an dieser Stelle. Ich würde sagen, das war ein langes Gespräch, aber ich wirklich, also das ist schon mal eine Sache, wo ich persönlich finde, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dich werden auch viele nerven mit Fragen, weil ihr dürft ihn bombardieren, Freunde, per E-Mail. Wenn keiner ans Telefon geht, weil vielleicht viel zu tun ist, schreibt ihm einfach mal eine E-Mail. Ich bin auf jeden Fall stolz, sagen zu können, dass ich hier diese Möglichkeit durch ihn bekommen habe und mit euch hier die Sachen, die Fragen erörtert habe und alles mal schön aufgeklärt habe. Ich finde sowas immer toll. Für mich ist das auch alles Neuland, Freunde. Ich bin hier kein Moderator aus was weiß ich für einer Sendung. Für mich ist das alles, wie gesagt, Neuland und ich finde das wirklich zu wertschätzen, dass mir jemand diese Möglichkeit bietet. Ja, Alexei, ich würde sagen, wir haben alles durch. Die Leute werden bestimmt Fragen stellen. Wenn es viele Fragen, Nachfragen gibt, vielleicht können wir das wiederholen. Klar, natürlich. Können wir gerne machen. Klar, dann. Gerne. Und die ganzen anderen Sachen, die klären wir dann. Und ich würde sagen, in diesem Sinne ein Abschlussschluck von meiner Seite auch. Ja, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast. Nein.
Gut. Alles klar. Euer Mr. Do It. Bis dann. Ciao.